Der Forster. Youngster, was ganz Neues. Thomas Pietz. Hey, hi, guten Morgen. Leipzig, Berlin, Potsdam, grüß dich. Trotz Winterchaos sehen wir uns, gell? Ja, Hammer. Schön. Du bist gut angekommen, gestern schon? Ja, vorgestern schon. Ja. Vorgestern schon? Ja. Ja, wir haben Neugierde gestern hat mich gesehen. Hergetrieben. Gibt ja einiges Neues hier auf der Messe. Ja. Du bist im Schnee entflohen, aber jetzt kommt die Schneewalze in Stuttgart. Ich bringe ihn mit, genau. Und du fliegst heute wieder zurück? Ja, so Gott will. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Bitte, Damen. Ja. Starten und landen. Ja, in Berlin schaut es ein bisschen anders starten aus. Starten wird wohl nicht das Problem. Das Landen in Berlin, also momentan ist Chaos. Dann fliegst du nach London weiter und fährst mit dem Taxi nach Berlin klar, zurück. Kein Problem. Wir hinterlassen dann keinen CO-Abdruck. Ja, genau. Nein, wir haben eine tolle Messe hier. CMT für dich das erste Mal hierher? Nein, ich war jetzt dritte Mal hier, aber es ist ein paar Jahre her. Mhm. Die letzten Jahre war ich nicht hier. Aber ich habe gestern gestaunt, für Mittwoch war es eine schöne, volle Frequenz, also auch nicht Zufall. Ja, am Wochenende muss es grandios gewesen sein. Also, war wirklich toll. Ja, das Interesse ist nach wie vor groß. Das spüren wir in Leipzig auf der Messe, auch in unserem Tagesgeschäft. Mhm. Ja, also Camping ist nach wie vor angesagt. Ist die Tendenz ist gut. Also man hat gedacht, bricht ein bisschen ein jetzt und so. Mhm. Nee, sind alle ganz zufrieden. Ja, also gute Stimmung. Ja. Das ist ja wichtig für die Branche. Wir leben ja von guter Stimmung. Gell? Das ist wohl wahr. Gute Stimmung versucht auch Forster zu verbreiten. Und ich glaube, sie gelingt Ihnen. Hier gibt es ein Fahrzeug, das jetzt dann erst rauskommt. Und man hat das mehr oder weniger so als Halbstudium mal hingestellt. Genau. Aber ich denke, so ähnlich könnte er kommen. Genau. Ja, es geht ja immer mehr in das Thema mobiles Arbeiten. Ja. Ja, Freiheit und trotzdem arbeiten. Und hier sind einfach mal neue Ideen. Ich habe selber gerade meinen Erstkontakt hier. Ja. Und bin ganz neugierig, was da so an Konzepten jetzt auf dem Tisch liegen. Ja, ist wohl noch in der Reifephase. Ja. Da wird es interessant zu sehen sein, was da schlussendlich in die Serienproduktion kommt. Aber der Ansatz ist schon mal ganz gut. Der 5-6-Meter-Wagen. Hinten gemütlich Outdoor arbeiten oder chillen und grillen. Es ist in einem preisverträglichen Rahmen, ne? Und das Interesse der jungen Leute ist absolut gegeben. Das spüren wir tagtäglich in unseren Gesprächen. Ja. Also das ist nett gemacht von der Idee her, dass du hinten einen zweiten Wohnraum, Indoor bei Regenschnee und sonstigem Gewitter, eigentlich schlecht, oder? Gewitter. Ja. Und dann hast du nochmal Stauraum ohne Ende. Für ein oder zwei ist das natürlich eine tolle Lösung. Ja, ich denke für zwei Personen und dann die Außendusche, also alles irgendwo, was nicht im Fahrzeug sein muss, aber trotzdem da ist, wenn es gebraucht wird. Also, ja, interessant. Man hat mal zwei Stück hier hingezaubert, hingestellt. Ach, da sieht man ein nettes Bild. Jetzt war ich zu langsam. Im Hintergrund auf dem Monitor sitzt einer so richtig in Action beim Arbeiten. Und hier haben wir einen großen Einstiegsbereich. Küche ist klar. Neues Kochfeld. Ja? Neues Kochfeld, eine Flamme, völlig ausreichend. Ja. Alles ein bisschen reduziert. Ja, aber im Grunde genommen so Standards wie USB-Ladeports und Anschlüsse, um wirklich mobiles Arbeiten möglich zu machen. Und dieses Boxen und reduziert aufs Wesentliche. Ist auch nicht blöd. Da wird man sich wahrscheinlich nur ein bisschen Gedanken machen wegen Ladungssicherheit. Ja, klar ist jetzt hier eine Variante. Es gibt die zweite Variante dann direkt als eingerichteten Arbeitsplatz. Das können wir uns gleich dann nochmal anschauen. Ja, finde ich fast noch interessanter. Ja, richtig. Ja, die Sicherheitsthematik ist wohl bei Forster komplett bekannt und da wird noch ein bisschen perfektioniert. Halleluja, mein Gimbal muss sich einmoven auf den Tag, aber Gott sei Dank herrlich unperfekt. Da haben wir die Bilder gerade im Hintergrund, da sieht man das ein bisschen bewohnt in den vielen Kombinationsmöglichkeiten, die du hast. Ja. Nicht blöde. Ich muss ehrlich sagen, auf der ganzen Messe tut sich viel. Ja. Ich hätte nicht so viel Innovation erwartet, im Kleinen und im Großen. Ja. Das kann jeder selber entscheiden, wie er was innovativ findet, das meinte ich hier. Hier, minimal, einfach die Sitzpolster genommen und hinten an der Sitzbank. Ne? Wunderbar, Außendusche hatten wir gerade. Forster steht ja auch für günstige Preise, muss man sagen. Klar, man kann hier keinen Bling-Bling erwarten. Es ist wirklich reduziert praktisch. Aufs Wesentliche. Ja. Da sieht man das Bett ein bisschen tiefer hier, aber gehen wir mal nach vorne. Dein Life-Work-Balancer. Ja, dieser Begriff ist natürlich schon ein bisschen ausgelutscht, aber man nimmt ihn, weil es in den Kopf geht. Genau. Ah, da haben wir jetzt das Ding. Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut, dieses Office-Modul. Ich habe gewartet, bis du da bist. Weil, ich schaue es mir auch gerade zum ersten diese Mal. Diese Fahrzeuge, die wir heute euch alle zeigen im Dinebär Special Day auf der CMT, die kriegt ihr natürlich auch in Potsdam, Berlin und
in Leipzig. Dann sehen wir uns auch nächste Woche. Dann gucken wir wieder mal durch, was du schöne Sachen am Platz hast. Und genau. Machen natürlich ausführliche Touren durch die Fahrzeuge, wie ihr das gewohnt seid. Das ist ein kurzer Messeüberblick. Wir wandern über den Marken Forsterkammern, eurer Challenger. Genau. Die hast du alle stehen. Schau, zwei Leute können hier bequem Laptop auspacken. Anschlüsse, alles da. Cool. Und ich kann es zum Feierabend wegklappen und habe natürlich dann hier schon für 6 Meter schöne Freiheit jetzt hier, ne? Schönen Platz. Ich hatte ja einen ganzen schlichten Doppelbett Forster mal, 3 Monate habe ich den bewohnt, letzten Sommer. Okay. Das ist das Update jetzt für Work-Life-Balance. Genau. Das war das gleiche Grundfahrzeug, das gleiche Grundprinzip, aber... Halterung für einen großen Bildschirm. Ja. Ne? Das hat Potenzial, klar, wie gesagt. Die Leute reden, steht auch ganz gut, wenn ihr hier seid auf der CMT, guckt euch den an. Und dann fahrt ihr mal zu denen, wie ihr wieder hat, und dann könnt ihr den dort shoppen. Genau. Hier noch ein paar Daten, dass man mal ein bisschen Orientierung kriegt, wo das preislich so liegen wird. Listenpreise hat man schon, aber wie gesagt, bis er dann beim Händler steht, dauert das noch ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate. Wir werden sehen, oder? Ja, wie gesagt, dieses mobile Arbeiten ist bei uns im Tagesgeschäft. Wir können natürlich da selber auch Lösungen kreieren, einfach vorbeischauen. Unsere Grundrisse, wir haben jetzt im Kastenwagenbereich 3 Marken. Eigentlich sogar 4 Marken, wenn wir Challenger als neue Marke in Berlin noch mit dazu zählen. Ja. Da kann jeder nach eigenen Vorstellungen sich mit einbringen und da gibt es natürlich dann auch individuelle Lösungen. Ja. Ja. Auch was Autogier angeht oder Pimp My Forster oder Reisemobil könnt ihr alles machen vor Ort. Ihr seid groß angerichtet. Wir haben schon ein bisschen was gezeigt, auch in Berlin. Genau. Potsdam gucken wir uns an. Leipzig ist natürlich ganz groß. Da bist du dein Hauptstandort. Ja, da bist du so, mehr oder weniger zu Hause. Da sind wir gewachsen. Das ist die Hauptfiliale, ist auch von der Fläche die größte. Ja, das passt gut zusammen. Ja. Aber wie gesagt, guckt euch das an, wenn ihr hier die nächsten Tage noch die Sendung, die kommen ja noch vor dem Wochenende, drüber bummelt. Und dann laufen wir da mal rüber. Der Herr Frank die Camping, mein lieber Nachbar und Kumpel, ist auch schon unterwegs. Guten Morgen. Ja, hier gibt es Forsterteile integriert. Voll integriert ist eine Marke, die sich in den letzten genau 10 Jahren, Happy Birthday, echt gut etabliert hat. Ja. Muss man sagen. Haben jetzt auch die Sondermodelle anlässlich des Geburtstages mit den Teilintegrierten. 745 EB gleich hinter dir, habe ich bei euch der schon gedreht. 669. Verlinke ich oben die Roomtour in Leipzig, da war der erste gestanden. Nein, genau. Einer der ersten, der wird wurde. Ne? Das haben wir schon präsentiert, genau. 669 EB, hatten wir den auch schon? Ja, ist ja im Grunde genommen die Alternative zum klassischen 7 Meter Grundriss, also ein bisschen kompakter, wobei er über die Jahre auch immer mehr wächst. Ne? Wir haben ja mit 6,49 Meter gestartet, jetzt sind wir bei 669. Mhm. Ja, aber wie gesagt, bleibt halt deutlich unter 7 Meter. Ja, ja. Ja. Ja, zeig mal noch, auf jeden Fall auch ausführlich. Wie gesagt, einfach über den Stand laufen, wir nehmen euch so ein bisschen mit. E745 EF, ich finde die Bogenmaske hübsch. Ja, optisch in Sachen Design ist Forster sowieso immer recht modern und experimentierfreudig. Auch das Interieur, was sie jetzt rausgebracht haben, kommt mega gut an. Neuer Style für 24. Gehört ja auch immer ein Stück weit Mut dazu, dann so sich zu verändern. Ja. Ja, also finde ich sehr positiv. Ne? Also. Der nächste ist gleich der, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Da bin ich quasi dem Transporter hintergefahren und habe mir gedacht, wo fährt der hin? Dann war ich bei dir, haben wir uns getroffen am Platz und habe ich den gefilmt, weil das ist natürlich ein toller Grundriss. Ja. Oder war das der 96 LF? Das war der LF, genau. Den haben wir jetzt im Schauraum stehen, kann also bei Wind und Wetter angeschaut werden. Ist einfach ein Auto, was man erleben muss, wenn man drin steht, dieses Raumgefühl. Heckparts. Deswegen haben wir jetzt in den Schauraum reingestellt, dass man es wirklich einfach da lege ich auch nochmal einen Link hin, da könnt ihr nochmal reingucken. Wie gesagt, den haben wir schon mal abgedreht vor kurzem. Genau. Ja, wir sind ja im Januar. Nächste Woche, wenn wir uns sehen, werden wir dann einfach den Schauraum auch mal wieder ein bisschen umgestalten. Auch da nehmen wir euch mit rein. Insofern, wird auch eine Technik-Special-Serie geben, den wir jetzt dann anfangen. Ja, deswegen bin ich hauptsächlich auch mit hier nach Stuttgart gefahren und mit den Zulieferern, mit den Herstellern mal ein bisschen. Wir wollen also auch so ein Technik-Center mit installieren, um einfach auch zu zeigen, was wir tagtäglich in der Werkstatt machen. Ja. Schönen Stand haben sie gebaut, ehrlich, muss ich wirklich sagen. Da ist der 6 Meter, den haben wir auch gezeigt. Da drüben, liebe Leute.
V541 HB-Kastenwagen, was haben Sie da noch gemacht außer dem Youngster? Alles ein bisschen gepimpt und aufs neue Design umgestellt. Oder? Ja, was ich ein bisschen vermisse, ist leider die Live-In-Ups, weil sind die verkaufsstärksten Fahrzeuge. Ja. Aber wie gesagt, könnt ihr bei uns anschauen, wir haben sie da. Eben. Und du bist gut aufgestellt, muss man schon sagen. Ich denke. Das ist schon, ihr seid ja auch nicht die kleinsten für die wir nicht kennen. Ihr habt, wie gesagt, Potsdam, Berlin und Leipzig als Standorte und da steht von diesen vier Marken, die ich genannt habe, ordentlich was auch. Genau. Da sind sie zu sehen mit Bildern, die Live-In-Ups. Am Marketing stellt sich ja ständig um, die Schrauben machen, tun. Ja. Ich finde die Farbe schön mit dem Logo drauf, das hat was. Ja. Ist ein bisschen dezent, aber trotzdem knallt es ein absolut bisschen. Schön. Dann machen wir uns weiter zur nächsten Marke. Wir werden uns gleich wieder. Ihr bleibt dran. Ich bin ja schon wieder Stand ganz gebummelt, neugierig. Auch Karmann geht ja so ein bisschen neue Wege. Der Duncan hat ein neues Facelift. Also, guter Hinweis, da bauen wir die Brücke. Wir starten mit dem Duncan. Da gibt es was zu danken. Ja, Entschuldigung, genau. Ich kann den blöden Spruch nicht lassen. Bis gleich, wir machen uns auf den Weg. Kurzer Break und dann geht's weiter bei Karma.